Ein Hochzeitsreigen der besonderen Art fand wieder einmal auf der Aumenauer Lahnbrücke statt. Einmal im Jahr steigen hier, irritiert vom Licht der Laternen, Millionen von Eintagsfliegen zu ihrem Hochzeitsflug auf. Die letzte Häutung der Larven findet auf der Oberfläche der Lahn statt. Dann schlüpft die flugfähige Larve und entwickelt sich, je nach Art, innerhalb weniger Minuten oder bis zu 3 Tagen zu einem ausgewachsenen Insekt. Diese Art der Eintagsfliegen entwickelt pro Jahr eine Generation und lebt meist nur 1 bis 4 Tage. Diese Zeitspanne wird ausschließlich zur Begattung und Eiablage genutzt. Häufig entstehen große Schwärme männlicher Eintagsfliegen. Weibliche Tiere fliegen in diese Hochzeitsschwärme und werden von den Männchen ergriffen. Die Paarung erfolgt im Flug. Die Weibchen fliegen dann zur Eiablage manchmal einige Kilometer entgegen der Fließrichtung der Lahn.